Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Okay, such mit dem deine Hexersinne im Sumpf nach Hansi. Wie speichern? Warum tue ich das so? Egal, ich guck. Warum verschiebt sich das denn hier bitteschön schon wieder? So, Witcher. Fortfahren. Wo bin ich denn hier reingekommen? Da ist die Tür. Knauf, knauf. Oh, ich muss mal warten hier, bis es hell ist. An den Sumpf ist aber normal eh immer dunkel, aber trotzdem. Oh, viel besser. Blitze! Das darfst du nicht sagen. Wir sind Hans, ich bin. Hey. Bleib stehen. Beweg dich! Du, so viel ertrunken, ne? Ach ja. Sind wir da schon beim Hansi oder was? Und da bin ich jetzt irgendwie auch zwischen denen nicht weggekommen. Da haben sie mich ein wenig fertig gemacht. Eine Schatulle? Na komm, Ertrunkener. Na geht doch. So. Suchen wir mal nach Spuren nach Hansi. Nachdem ich meditiert habe. Warum drücke ich eigentlich immer hier? Ich kann auch hier drücken. So. Da ist was. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Was jetzt, du Stück? Ah, schon wieder Druck, ne? Oh, schade, ich wollte den eigentlich wieder zerteilen.
Na, läuft er im Kreis? Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Buka? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Na, dann folgen wir mal dem Hansi. Schauen wir mal, wo es hingeht. Oh, na toll, noch mehr Ertrunkene. Ich hasse Ertrunkene. Vorsicht! Irgendwie ging das doch vorhin irgendwie besser. Naja, einigermaßen zumindest. So, weiter. Bleib dicht bei mir. Oh, die Richtung. Okay. Oh, ich glaube, ich habe gerade irgendein Bier oder irgendeinen Wein getrunken. Hab ich jetzt mal auch schon mal. Von irgendeinem Wein da, weil ich gedacht hatte, ja, weil er nichts anderes mit drin hat. Gegen irgendwelche Monster gekämpft. Da war so noch mehr verschwommen als jetzt. Hier also? Ich sehe mich mal um. Da oben? Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Okay, dann klettern wir da hoch. Wir laufen einfach da hoch. Hui! Waren wir hier vorhin nicht schon mal? Doch, hier war ich vorhin schon mal. Oh, jetzt wäre ich fast zu weit gelaufen. Ups, und wieder runter. Ritter ist so cool, der kann sogar um die Ecke wollen. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft! Ach, wie toll das klingt! Peter, Pippel, Pflückprinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Punta-Pastinaken! Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter? Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch.
Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Ja. Was auch immer du willst. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Okay, dann folge ich dir. Ganz unauffällig. Mit meinem Schwert. Andi darf ruhig rennen. Ich kann auch rennen. Ich würde sagen, ne? Ich lege das Schwert weg und jetzt taucht wahrscheinlich gleich Monster auf. Was jetzt, du Stückchen? Wenn ich was hasse, dann sind es Wasserweiber. Folge Hansi im Dorf. Hansi, komm. Lauf.
Schnellreisepunkt im Sumpf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir schnell was verkaufen. Die Luft ist rein. Keine Mumie in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ich wollte euch sprechen. Euch habe ich mir anders vorgestellt. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ja, wo wohl? Ihr seid also die drei Mumen. Die Mumen? Woher nimmst du ein so garstiges Wort, junger Mann? Die Dorfschnepfen haben wieder getratscht. Unendlich ist die Kleinigkeit der Menschen. Sehen wir vielleicht wie Mumen aus? Na los, fass mich an, Weißhaariger. Wo es dir am besten gefällt? Bilde ich mir das ein, oder besteht der Wandteppich aus Haaren? Oh, sensibel ist er auch noch. Berühre mich nochmal, Jungchen. Los. Woher habt ihr das Menschenhaar? Noch nie von dem Beschnitt gehört? Hier wird ein Junge zum Mann, wenn sein Haar zum ersten Mal geschnitten wird. Unsere Schwester webt Wandteppiche aus diesen Haaren. Webt sie gerade, ist das Schicksal gnädig.
Und wenn sie nicht gerade...